Willkommen zurück bei Let's Play Some Crisis 2. So, wir hatten ja zum Schluss das Problem, dass leider diese Videosequenz hier ein bisschen stotternd abgespielt worden ist. Aber haben die uns ja dann nochmal übers Hauptmenü angeschaut. Das war dann eine Notlösung. Da hoffe ich mal... Was? Roger, bleiben Sie dran. Holen Sie ihn runter. Da hoffe ich einfach mal, dass da irgendwie, dass es da einen Fix für gibt oder so. Finde einen Weg zum nächsten Gut. Ja, ist ja gut. Naja, gut, aber das soll uns nicht davon abhalten, hier weiter durchs Spiel zu kommen. Da dröhnt irgendwas. Monitor benutzen, was? Testbild, oh, sehr gut. Okay, okay, okay. Ja. Ah. Naja, und wir müssen immer noch Nathan Gould finden. So. Erstmal. Bam! Hier den Tisch weggetreten, ne? Ey. Ich hänge fest. Na, was gibt's denn hier? Nichts Besonderes, wie ich sehe. Oh. Oh. Das sieht doch aus wie... Pizza! Mm, nom, nom. Naja, und eine Schrotflinte, glaube ich. Keine Ahnung. Warte mal, Marshall hat weniger Präzision. Ich, hier, Moment, jetzt muss ich mal vergleichen hier. Die Feline hat 3, 4, 3, 4. Nee. Generell ist sie ja besser. Ja, okay. Also dann tauschen wir die mal einfach aus. So. Kack auf das komische Gewehr hier. Das da. Bäh. So. Schrotflinte. Ich glaube, wenn die hier so rumlag, dann wird die auch bald benötigt werden. Könnte ich mir so vorstellen. Ist ja meistens so. Was? Was gibt's da? Boah! Okay, ja, schießt ihr mal eure Raketen hier durch die Gegend, ich bleibe derweil im Haus, ja? Gut. Halte ich für eine prima Idee. Außer natürlich, ich muss hier selbst mal raus, genau dahin, was, wo es gerade, wo die Rakete eingeschlagen ist. Wow! Hilfe! Wow! Feuere! Schalte ihn aus! Was ist denn? Ziel erfasst, Rakete unterwegs. Raketentreffer bestätigt, wir gehen steil runter. Wow! Oberzeit 6 und 7. Ihr Abschuss ist bestätigt. Stellung halten. Ihr kommt. Prophet, sehen Sie das, Mann? Sehen Sie das? Wow. Muss weniger als ein Block von Ihrer Position entfernt runtergegangen sein. Sie wissen, was das heißt, oder? Das ist unsere Chance. Es wird ernst. Vergessen Sie die Exfiltration. Wir müssen das jetzt nutzen. Holen Sie Proben von der Absturzstelle und bringen Sie sie zu mir ins Labor. Das ist die Gelegenheit, die Spuren zurückzudrängen. Vielleicht sogar die gesamte Invasion. Aber Sie sollten sich beeilen. Dank Lockhart wird es bei der Absturzstelle schon bald von Cell wimmeln. Seien Sie vorsichtig, Prophet. Erreiche die Absturzstelle und beschaffe Xenogewebeprobe für gut. Aha. WTF. Der schiefe Turm von Manhattan, oder was? Was geht hier ab, Mann? Ist der da mitten in das Gebäude gecrashed? Ja. Schön. Ich gucke mal hier in dem Laden. Ah, Munition. Gut, dass man auch mal ab und zu abseits der Wege sowas findet.
Was? Stand da? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Na super, da heißt es erst die ganze Zeit, finde und beschütze Nathan Gould. Und dann sagt der, kack drauf, du gehst mal da los und guckst dir den abgestürzten Krempel da an. Ja. Wunderbar. Ich meine, wozu machen wir das überhaupt? Ja. Das kann ich wettig doch für aufmachen hier. Genau. Oh, oh. Tarnfeld aktiviert. Sehen Sie das? Wir haben ihn. Er hat den halben Block mitgerissen. Toll. Jetzt werden Sie richtig sauer sein. Oversight rückt vor und sichert das Gelände. Wir gehen rauf und geben ihm Feuerschutz. Okay, und? Los geht's. Okay. Ey, nicht weglaufen. Ja, ist das die Frage? Wo muss ich lang? Vermutlich gehe ich gerade in die falsche Richtung. Aber ich will den Typen da abmessern hier. Komm, nicht, dass er Hilfe ruft oder so. Oder mir in den Rücken fällt. Ah, da sind nämlich noch Kollegen. Was? Was war denn das? Ha! Die wurden einfach so überrollt. Vor dem Auto. Ja. Cool. Ah! Wow! Er hat hier auch eine Schrotflinte oder was? Dann gucken wir mal, wie die so reinzieht hier. Bam! Bam! Ja. Das ist doch schön. Ja. Dann gehen wir mal hier durch. 24 Meter, 20, alles klar. Oh nein! Taktische Optionen verfügbar. So ein Mist, Junge. Ich wollte hier durch. Was jetzt? Flankieren. Ah ja, wieder so ein Kanalmist. Aha. Gut. Na, dann machen wir es halt wie die Ninja Turtles. Da war ich ja vermutlich gerade eben doch schon richtig. LKWs und Hindernisse, um schnell die Position zu wechseln und Verfolger abzuschütteln. Ah. Ich verstehe. Nicht schlecht. So. Ja. Hier ist überall Gitter. Das heißt, wir kommen aus dem Parkhaus nicht raus. Außer wenn es hier rausgeht, natürlich. Tarnfeld aktiviert. Oh, oh. Gut, dass ich mich getarnt habe. Bams, bams. Ha. Eins muss man der Kniefte lassen. Die hat eine gute Mannstoppwirkung. Tarnfeld aktiviert. So. Ja. Raus die ganze Medienscheiße nicht, Leute. In dieser Stadt ist die Kacke am Dampfen. Und diese Arschlöcher mit ihren Zellenlogos und ihren Gehaltschecks, die wir Steuerzahler bewilligt haben, sind nicht hier, um zu helfen. Sie sind hier, um Kontrolle auszuüben. Wir sind nicht mehr in Amerika. Das sind die Vereinigten Staaten. Ah, ja. Mach, was ich sage. Das ist hier wohl dieses Rebellenradio. Schön. Hier ist ja schon wieder Zaun und Stacheldraht. Ich will hier mal raus. Was ist das? Noch ein Gewehr. Scarab gegen Stealth Scarab. Passe deine Waffe neuen Kampfsituationen an.
Schraube Schalldämpfer auf Waffen, um nicht entdeckt zu werden. Der laserliche Aufsatz ermöglicht präziseres Feuern aus der Hüfte. Laservisier, Schalldämpfer. Alles klar. Stealth Scarab. Gut. Hubschrauber. Und Munition. Schön. Taktische Optionen? Ja, gucke ich mir gleich an. Was? Autoschlüssel? Aha. Ja. Wie gesagt, sehr, sehr praktisch, wenn man hier öfters auch mal abseits der Wege schaut. Das ist hier so eine Gewohnheit von mir. Ich wusste gar nicht, dass das da liegt. Also, wie gesagt, ich spiele das zum ersten Mal, aber... Wow! Er sieht da am fetten MG, Junge. Ey, aber wenn ich jetzt hier im Intro wäre, dann würde ich einfach hingehen und das herunterrüpfen von dem Wagen. Und dann in einer heroischen Pose auf der Motorhaube stehen und damit einen Heli vom Himmel holen. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kann ich das ja sogar. Kann mir schon vorstellen, dass das eine höhere Durchschlagskraft hat. Jetzt will ich erstmal dich messern hier, Kollege. Klack! Ja. Na schön Energie aufladen. Hier ist auch überall dieses Crytek-Logo versteckt, sag ich mal. Versteckt ja nicht, aber es angebracht hier. Oversight. Product Placement. Verstanden. Erledigen Sie ihn um jeden Preis. Was? Roger. Primärziel? Meint er mich? Erstmal schalte ich vielleicht besser diese beiden hier aus. Was ist das? Das ist gar nichts, Junge. Geh weg. Das ist nichts. Meine Energie ist bald alle. Geh weg. Oh oh. Oh nein. Wow. Hilfe! Das ist der Wagen, der da steht. Oh shit! Ich muss weg! Die werfen Granaten. Das gibt's ja nicht. Tarnfeld aktiviert. So. Nimm das hier.
So. Hey. Du stehst immer noch. Nix. So. Dann kommt mal alle hier hoch. Ich erwarte euch. Wo seid ihr? Zack. Lass mich in Ruhe. Zack. In den Kopf. So. Seid doch nicht so gemein zu mir. Ich will euch doch nichts Böses. Ich wollte eigentlich nur auf das Fahrzeug. So. Kann ich das nehmen? Hey. Ah. Wow. Coole Sache. Hinter mir? Wo? Ah! Tarnfeld aktiviert. Mhm. Ihr blöden Pisser! Aua! Ah, Granate! Hey, was ist hier los? Ja, lauf! Lauf, du kleiner Schmoggelkopf! Nein, keine Move! Unter Beschuss! Zack! So. Tarnfeld aktiviert. Komm her! Wo bist du? Da! Oh, was? Wieso? Bin ich da in eine Falle gelaufen? Wo bin ich denn gerade reingelaufen? Tarnfeld aktiviert. Naja. So. Au, au, au. Aber das Rutschen macht schon Spaß. So. Wow, hier sind so viele Leute. Bewegung. Ziel an. Zack. Nein. Die sind hier überall. Wow! Tarnfeld aktiviert. Die machen mich ganz schön alle. Ziel angreifen. Oh ja. Dich habe ich so. Tarnfeld aktiviert. Da, noch einen. Oh.
du auch. So. Oh! Nein! WTF! Kleiner Bastard! Was? Gegen Reflexgab? Nein! Nein, danke! Aber hier sind so viele! Aber hier ist auch noch ein MG auf der Karre. Oh, na, so hoch wollte ich nicht. Nein. Benutzen? Komm. Hier, das. Ich will das MG. Hey. Lass mich das benutzen. Nicht die Karre, Mann. Ich will das MG benutzen. Da war's doch. Ja, also. So. Ach so, ich glaube, die weißen Pfeile sind die Karren. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Man lernt ja nie aus, gell? Da vorne steht noch so ein Jeep. Gut. Steht da noch einer drauf? Nein. Ja, weiß ich wenigstens, wo ich das nächste Gewehr herbekomme. Das nächste MG, meine ich. So, was ist hier? Parkhaus, ja? Ach so. Naja. Wow! Hey, du stehst noch? Na. So. Nicht mehr, Junge. Hier liegen Waffen rum. Schön. Munition. Alles. Gib mir das. So. Werde ich mal Auftrag erfüllen hier, ne? Oh, das ist ziemlich viel rot auf der Karte. Das klingt nach Hubschrauber. Die sind wohl vor dem Aufprall ausgestiegen. Überprüfen Sie die Fluchtkapsel. Wir suchen Gewebeproben, eine tote Besatzung, irgendwas in der Art. Ich suche die Alienschlangen. Naja. So. Hier können wir also 24 Stunden parken. Aber wir können nicht 24 Stunden zocken. Deswegen tarne ich mich jetzt. Und beende diesen Part. Aber erst nachdem ich den Typen hier mit dem MG in die Fräse geschossen habe. So. Jetzt wird sein Kollege wahrscheinlich kommen. Oder auch nicht, denn meine Aufmerksamkeitsanzeige sinkt gerade. Bams. So. Naja, gespeichert wird das ja eh nicht. Egal. Freuen wir uns nochmal, dass sie schön hier alle mir vor die Kniefte laufen. Naja, so, ich glaube, das klang jetzt so, als wäre das der letzte. Schön. Na, wie gesagt, dann können wir das ja beim Fortsetzen, beim nächsten Part nochmal machen. Wenn ich das Spiel dann nochmal neu lade, weil ich glaube, ich mache jetzt erstmal Ende für heute. Oder auch nicht. Naja, sehen wir dann. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zu... genug gelabert. So, tschüss. Tschüss. Einsatzgebiet ist sicher. Mann, ich kann das nicht haben, ne? Du kleiner Bastard. Lassen mich hier den Part nicht beenden, Mann. Was ist denn da los? Ich muss euch eh alle nochmal töten.
wenn ich weitermache. Tut mir das doch nicht an. So. Jetzt habe ich Hass. Muss ich hier das Auto wegtreten. So, los. Wehe, ich kann das nicht. Aha. Tarnfeld aktiviert. Ja. Kann ich das Auto zerlegen? Naja, mehr oder weniger. Kann die Karre explodieren? 7 Schuss habe ich noch. Nein. Ganz klasse. Immerhin brennt der Motor. So, jetzt kommt da aber keiner mehr. Ich sehe auch auf der Karte keinen mehr, außer da hinten. Und die habe ich alle schon hinter mir gelassen. So, wie gesagt, nächster Anlauf. Jetzt nochmal. Ich beende den Part hier und jetzt. So. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Und dann, meinetwegen, mache ich die Leute dann alle nochmal kaputt. Ich hoffe, ich habe dann noch die Knifte in der Hand hier, das schöne MG. Wenn nicht, dann gehe ich mir eins besorgen. Bis dann. Tschüss.